Wenn das stimmt, raste ich aus. In letzter Zeit bin ich immer genervter. Von der aktuellen Lizenzpolitik und eigentlich von fast jedem Streaming-Anbieter. Und all das ist in den letzten Wochen noch viel, viel schlimmer geworden. Warum die nächsten Jahre für uns Anime-Fans ganz schön kompliziert werden, will ich dir im heutigen Video erklären. Und somit ist es mal wieder Zeit für ein Rant. Moin Moin, Kaizen hier. Und heute will ich über das Thema Streamen und Lizenzen reden. Es betrifft eigentlich jeden Anime-Fan. Denn wir alle wollen ja, dass möglichst alle Anime zu uns kommen. Entweder mit Untertiteln oder vielleicht sogar schon mit deutscher Synchro. Doch was ist das Problem? Es gab nämlich eine Meldung zu Bleach, dass dieser vielleicht bei Disney Plus laufen würde. Das ist nämlich ein Gerücht, was schon regelmäßig durch die Community jetzt gegangen ist und das verhärtet sich so ein bisschen immer mehr und war ehrlich gesagt ziemlich geschockt. Warum war ich geschockt? Fangen wir mal ganz von vorne an. So bin ich ein großer Detective Conan Fan. Was hat Detective Conan jetzt mit Bleach zu tun? Ja, wir kommen dazu gleich. Lass es mich kurz erklären, dauert nur eine Sekunde. Detective Conan war nämlich einer der wenigen Anime, neben Pokémon, die ich damals im Fernsehen gesehen habe. Ich habe nicht groß Naruto gesehen, nicht groß One Piece, nicht groß Inuyasha oder sowas, die habe ich mir gar nicht angeschaut. Vielleicht nur ein oder zwei Folgen, wenn ich mal zufällig drauf gestoßen bin. In letzter Zeit habe ich einige dieser Anime nachgeholt, zumindest mal 100 Folgen da, 200 Folgen da geschaut. Jetzt nicht komplett, aber eine Serie, die habe ich immer wieder ignoriert, die habe ich nicht geschaut, und zwar Bleach. Doch dann gab es die große Ankündigung, Bleach, der Anime wird fortgesetzt. Und ich habe mir so gedacht, warum fängst du nicht einfach damit an? Warum benutzt du das nicht einfach als Motivation, um jetzt anzufangen? Denn wenn Bleach halt starten wird, dann werden eh ganz viele Leute drüber reden und du willst ja nicht gespoilert werden, also solltest du lieber aktuell sein. Und es ist in gewisser Weise auch die letzte Möglichkeit, um mich so ein bisschen dazu zu motivieren, Bleach zu lesen, beziehungsweise zu schauen, weil danach wird es wahrscheinlich nichts mehr groß zu Bleach geben. Vielleicht ein Remake irgendwann in 10 Jahren, das ist sicherlich noch möglich, oder eine kurze Fassung oder sowas, klar, aber damit war es das erstmal, wenn der letzte Arc animiert wurde. Ich wollte dann den Anime anfangen zu schauen, dann hat Crunch wohl den entfernt. Ja, wir haben uns darüber schon aufgeregt, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Deswegen lassen wir das. Ich bin aber ehrlich gesagt schon fast ein bisschen dankbar, denn ich musste dadurch auf den Manga ausweichen und der Manga gefällt mir gerade ziemlich gerne. Klar, für alle, die logischerweise mitten im Anime einfach von Crunchyroll rausgeschmissen wurden ohne Ankündigung, für die ist das natürlich doof. Für mich war es theoretisch ein kleiner Segen, dass ich halt dann mich doch auf den Manga fokussiert habe, jetzt keinen Fillern oder sowas ausweichen muss und ich mag einfach auch die Zeichnungen des Mangas, deswegen war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die ich da getroffen habe. Mich eher auf den Manga, anstatt auf den Anime zu fokussieren. Und so lesen wir jetzt jede Woche ein Extreme-Band und werden es dann auch schaffen, bis zum letzten Arc zu kommen. Den werden wir natürlich dann als Anime genießen, wenn er dann in der Herbst-Season startet. Da soll es dann nämlich weitergehen, also wahrscheinlich dann so Oktober. Da geht es dann mit dem letzten Arc von Bleach los. Kann sich natürlich alles noch in Japan verschieben, ja, aber die große Frage ist, startet er dann auch bei uns im Westen? Das ist nämlich das große Problem. Doch warum zweifle ich daran überhaupt? Gibt es dafür einen Grund? Ja, denn Disney Plus hat ja vor kurzem Summertime Wonder lizenziert, diesen Horror-Fuller-Anime. Und der läuft jetzt schon seit 12, 13 Wochen in Japan. Aber bis jetzt gibt es noch keine Ankündigung, wann der zu uns kommt. Es wurde sogar schon ein Trailer zum zweiten Teil veröffentlicht. Der Anime soll so 24 Folgen oder sowas bekommen. Und es gibt immer noch keine Ankündigung von Disney Plus. Die hätten ja wenigstens mal sagen können, ja, wir haben jetzt die ersten 12 Episoden synchronisiert oder wollen das machen. In 3 Wochen gibt es die dann bei Disney Plus. Wäre wenigstens mal ein Anfang. Aber bis jetzt haben wir noch gar nichts gehört. Und gerade diese Ungewissheit macht mich wirklich wahnsinnig. Und die große Frage ist halt, wird das gleiche mit Bleach passieren? Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil welchem Anbieter soll eigentlich Bleach laufen? Welcher Anbieter ist wirklich für Bleach geeignet? Man muss erstmal sagen, die Auswahl ist natürlich riesig von den Streaming-Anbietern. Wir sind ja mal wieder mit meiner Tierliste unterwegs. Klar, kennen wir schon langsam auswendig, aber ich finde die als Übersicht ganz gut. Wir haben natürlich hier einmal den kostenlosen Fernsehsender ProSieben Max, wo Made in Abyss läuft. Disney Plus haben wir hier, haben wir ja gerade drüber geredet. Dann Aniverse, der Teil von Prime ist, wo man aber noch ein zusätzliches Aniverse-Abo braucht. Also du brauchst ein Prime-Abo und du brauchst ein Aniverse-Abo. Wir haben aktuell 3 Simulcast. Dann Netflix, auch ein Streaming-Anbieter, den man jetzt nicht unbedingt für Anime kennt, aber das nimmt man so gerne mit. Man muss aber auch sagen, Netflix investiert sehr viel in Anime, also das ist wirklich beeindruckend. Cyberpunk Edgerunners, auch wirklich geile eigene Serien, die sie da machen, also das ist wirklich Hammer. Oder auch Spriggan, der auch überraschend gut war, trotz des 3Ds oder gerade wegen des 3Ds, weil das so gut aussah. Dann High Dive, die... Über den Anbieter haben wir auch schon regelmäßig geredet. Die haben sich auch sehr viele Anime geschnappt. Und dann gibt es natürlich dann auch noch Crunchyroll. Die haben natürlich aktuell eindeutig die meisten. Und ja, allein schon, dass es halt so eine große Auswahl an Anbietern gibt und die Animes auf so vielen Anbietern verteilt sind, allein das ist natürlich schon ein Problem. Darüber haben wir ja schon regelmäßig geredet. Deswegen werden wir das nicht groß ausführen. Aber ja, das ist in gewisser Weise die Auswahl, wo alles Bleach laufen könnte. Und wenn man sich jetzt halt diese Anbieter mal etwas genauer anschaut, bemerkt man, dass eigentlich jeder ein großes Problem hat.
hat. Gehen wir sie also einfach alle mal durch. Netflix killt zum Beispiel mit seiner kompletten Veröffentlichung meist den Hype. Was haben wir zum Beispiel gesehen bei JoJo? Die Pausen sind auch viel zu lange zwischen den einzelnen Parts, da redet fast keiner mehr drüber über Stone Ocean. Und auch der verzögerte Simulcast ist ein totaler Quatsch. Dadurch geht der Anime meistens auch ziemlich unter. Es ist besser als diese komplette Veröffentlichung, aber trotzdem nicht optimal. Und gerade dieser verzögerte Simulcast, der bringt mich halt zum Grübeln. Der liebe Kritiker, es gibt ja immer wieder Leute, die das dann verteidigen, die jetzt sagen, ja, Netflix, die fokussieren sich nicht auf die Anime-Fans, die orientieren sich eher an ihren logischerweise Netflix-Nutzern, die Anime mit deutscher Synchro schauen wollen oder allgemein Serien mit deutscher Synchro dann komplett veröffentlicht werden sollen, die Anime. Für wen ist dann aber dieser verzögerte Simulcast? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich stelle mich hier auch nicht doof. Ich weiß es wirklich nicht, weil Anime-Fans wollen logischerweise keinen verzögerten Simulcast, sondern die wollen einen schnellen Simulcast, einen zeitnahen Simulcast, so 1-2 Stunden später oder sowas oder zumindest am selben Tag. Und normale Netflix-Nutzer, wie das dann immer sich vorgestellt wird, die dann unbedingt eine Serie mit deutscher Synchro und am besten gleich komplett sehen wollen, ja, die schauen auch in die Röhre. Also für wen ist dieser verzögerte Simulcast? Und da merkt man so ein bisschen die Ahnungslosigkeit bzw. Orientierungslosigkeit auch von Netflix, wenn man nicht genau weiß, für wen machen sie das denn jetzt eigentlich? Kommen wir nun zu Universe und da ist das größte Problem das Doppelabo. Immer wenn ich irgendwelche Newsbeiträge oder auf Twitter über Universe geredet wird, wird immer wieder das Doppelabo angebracht. Ich glaube, das wird Universe auch nicht mehr ablegen können, was natürlich schade ist, weil ich verteidige Universe da immer so ein bisschen. Erstens hatten die wahrscheinlich keine andere Wahl, weil es sau aufwendig ist, einen eigenen Streaming-Anbieter zu machen. Und zweitens ist halt Prime vom Preis-Leistungs-Verhältnis so heftig, da muss eigentlich schon fast jeder ein Prime-Abo haben. Das lohnt sich enorm. Aber unabhängig davon, von dem Doppel-Abo, muss man einfach sagen, dass Universe den Hype von einer Serie meist ziemlich killt. Das sehen wir bei Overlord gerade, aber das haben wir auch bei Arifureta gesehen. Ist leider meistens so. Ich muss aber hier auch ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Universe bzw. KSM Bleach schnappen wird, sehr unwahrscheinlich. Also, dafür ist die Lizenz einfach viel zu groß. Das glaube ich nicht, dass der dann bei Universe läuft. Machen wir weiter mit ProSieben Max und das ist der einzige Anbieter, wo man aktuell neue Anime kostenlos schauen kann. Was natürlich super ist, muss aber auch sagen, der Hype wird meistens auch ziemlich gekillt, denn die Anime werden meist sehr spät ausgestrahlt. 23.20 Uhr war das bei Made in Abyss zum Beispiel so. Klar, die Anime kann man später in der Mediathek schauen, aber dann auch nicht in optimaler Qualität. Also, der Hype wird dadurch ein bisschen gekillt. Und das große Problem ist, die Anime verschwinden nach 2 bis 3 Wochen wieder. Und dann fragt man sich halt, dann sind wir nämlich wieder in diesem großen Loch der Ungewissheit, wo kann man den Anime danach streamen? Oder kann man ihn überhaupt dann noch streamen? Denn gerade zum Beispiel bei Made in Abyss werden wir sicherlich für Monate den Anime nicht streamen können, denn er soll Ende 2022 bei uns auf DVD und Blu-ray veröffentlicht werden, aber da wird es sicherlich einige Monate geben, wo der Anime eben lizenziert wurde bei uns, aber er eben nicht legal streambar ist, was schon ganz schön nervig ist. Du musst halt immer aktuell jetzt bleiben. Natürlich ist es ehrlich gesagt ziemlich cool, so alte TV-Zeiten wieder aufleben zu lassen, gemeinsam vorm Fernseher zu sitzen. Deswegen unterstütze ich auch ProSieben Max, auch weil sie eben Anime kostenlos anbieten und somit auch der einzige Streaming-Anbieter sind, die das machen, beziehungsweise Fernsehsender. Wir machen deswegen auch immer bei einem neuen Simulcast Live-Reactions auf Twitch. Das haben wir bei Dead Alive Staffel 4 gemacht, haben wir jetzt auch bei Made in Abyss gemacht. Bei Made in Abyss war der Hype jetzt nicht so groß, deswegen werde ich nicht noch die zweite Folge mit euch gemeinsam schauen, aber die erste Folge haben wir gemeinsam geschaut, war auf jeden Fall ganz nett. Und sollte es einen neuen Simulcast geben, werden wir das auch wieder unterstützen dadurch. Oder zumindest ein bisschen promoten. Kommen wir zu unserem Lieblingsstreaming-Anbieter HiDive und da gibt es natürlich auch wenig zu diskutieren. Die killen natürlich auch den Hype von einer Serie enorm, weil eben fast keiner den Anbieter hat und sie bieten halt nur Anime mit englischen Untertiteln an. Ich war aber ehrlich gesagt überrascht, wie viele über Call of the Night dann doch geredet haben, über diese Rom-Com mit einer Vampirin. Aber man weiß natürlich nicht, wo die Leute den Anime geschaut haben. Es kann natürlich ohne Probleme auch sein, dass die Leute auf andere Anbieter ausgewichen sind, dass der Hype einfach zu groß war. Deswegen, da sollte man jetzt nicht positiv HiDive in die Schuhe schieben, so nach dem Motto. Kommen wir nun zu Disney Plus und ja, die bieten aktuell keinen Simulcast an, die haben auch fast keine Anime und da leben wir halt in einer kompletten Ungewissheit. Das ist schon fast so ein schwarzes Loch aktuell, Disney Plus, die schnappen sich irgendwelche Lizenzen und ob sie die irgendwann mal rausgeben, wir wissen es nicht. Aber sie sind auf jeden Fall weg vom Lizenzmarkt, was natürlich die schlimmste Situation ist, die es überhaupt gibt. Aktuell kann also somit nur Crunchyroll überzeugen und das soll ja gar kein Werbevideo für Crunchyroll sein, dass ich jetzt irgendwie sage, oh mein Gott, der Katalog ist so riesig oder die Funktionen oder sowas sind super. Nee, sie können einfach nur mit einem Standard überzeugen, mit einem sehr geringen Standard und zwar zeitnah Anime mit deutschen Untertiteln rausbringen. Mehr ist es nicht. Mehr machen die nicht, um halt ihre komplette Konkurrenz im Staub liegen zu lassen. Und um es natürlich zu sagen, es werden sicherlich Leute jetzt in den Kommentaren schreiben, Kaisen, womit bist du eigentlich zufrieden? Kannst du nicht mal glücklich damit sein? Siehst du nicht, wie weit wir gekommen sind im Vergleich zu was vor 10 Jahren der Fall war? Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall sehr weit gekommen mit Simulcast und sowas alles und dass wir so viele Anime streamen können oder überhaupt Anime streamen können. Der Punkt ist nur,
nur, und das sage ich immer wieder, wenn es Crunchyroll schafft, ein Anime fast zeitgleich zu übersetzen, dann muss es auch Netflix und Disney Plus schaffen. Gibt's für mich nichts zu diskutieren. Die einzige Frage ist nur, ob sie das auch wollen. Kommen wir aber nun zu einem Lizenzchaos noch an einer anderen Stelle, und zwar das hängt mit Vermeil in Gold zusammen. Das ist ein netter Edgy-Anime mit einer Succubus-Dame, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der wurde Anfang der Season von Animoon lizenziert. Wir haben halt so alle gedacht, ja okay, dann wird der wohl bei einem deutschen Streaming-Anbieter dann auch laufen. Und ja, das haben sie auch so angekündigt, dass der bei uns im Simulcast laufen wird, war also relativ klar. Dann wurde der von HiDive lizenziert und ich habe immer wieder gesagt, ja, macht euch keine Sorgen. Wenn der wirklich bei HiDive laufen würde, hätte das Animoon angekündigt. Die hätten dann gesagt, ja, wir haben mit HiDive eine Kooperation am Start oder sowas. Haben sie nicht gemacht, deswegen bin ich stark davon ausgegangen, dass er eben dort nicht laufen wird, beziehungsweise bei einem anderen deutschen Streaming-Anbieter. Und das hat sich auch dann als richtig herausgestellt. Er wurde dann für Aniverse angekündigt und wir haben dann halt alle gedacht, okay, dann wird er jetzt wohl nicht bei HiDive laufen. Nee, Pustekuchen, er läuft auch bei HiDive. Und das führt nämlich zu einer ganz schön verrückten Situation, denn er läuft deutlich früher bei HiDive. Bei Aniverse läuft die Serie nämlich am Dienstag um 20.15 Uhr und bei HiDive läuft sie um 16 Uhr schon am Dienstag. Natürlich nur mit englischen Untertiteln. Dadurch entsteht die verrückte Situation, dass ich schon um 17 Uhr über die Serie berichten kann, Screenshots schon gemacht habe, obwohl der Anime nicht mal offiziell in Deutschland veröffentlicht wurde. Zumindest nicht mit deutschen Untertiteln. Und sowas wird in Zukunft sicherlich häufiger vorkommen. Aber auch das Gegenteil, nämlich mit Phantom in the Idol. Dieser wurde nämlich von HiDive lizenziert, aber einen Tag später hat sich KSM auch die Lizenz geschnappt. Und dieser Anime wiederum, der läuft nicht bei HiDive in Deutschland. Als deutscher HiDive-Abonnent hast du es nicht nur schwer durch die englischen Untertitel und weil die Auswahl so gering ist, sondern du weißt auch nie, was du wirklich bekommst. Kann nämlich in letzter Sekunde immer noch passieren, dass irgendein deutscher Publisher sich dann die Rechte für den deutschen Raum schnappt oder den deutschsprachigen Raum und er somit dann nicht bei HiDive gezeigt wird. Eins ist nur klar, dass du englische Untertitel bekommst, das ist klar wie Kloßbrühe. Ein weiteres Problem von HiDive ist, wo ich auch regelmäßig danach gefragt werde, wird der Anime dann doch noch auf Deutsch veröffentlicht? Weil es kann natürlich sein, dass zwar die Streaming-Lizenz bei HiDive liegt, aber die Disc-Lizenz sich dann deutscher Publisher schnappt. Das wäre theoretisch möglich. Aber aktuell gibt es noch keine Infos dazu. Ja, Boy Coming wurde noch nicht lizenziert, Virgin Road wurde aktuell noch nicht lizenziert. Das sind so die beiden Anime, wo es am wahrscheinlichsten wäre, dass die auch bei uns auf Disc erscheinen. Aktuell gibt es dazu noch keine Infos, die gibt es aktuell nur mit englischen Untertiteln bei HiDive. Es bleibt am Ende des Tages abzuwarten. Call of the Night wäre sicherlich auch noch ein potenzieller Kandidat. My Isekai Life wäre noch ein potenzieller Kandidat. Da müssen wir halt abwarten. Das wird so ein bisschen die Zeit zeigen, ob es da irgendeine Bewegung gibt oder nicht. Ob halt sich HiDive die komplette Lizenz geschnappt hat oder ein Publisher gar nicht die Lizenz sich holen will. Weil es vielleicht zu kompliziert ist durch HiDive oder weil vielleicht der Hype einfach zu gering ist, weil der Anime nur bei HiDive veröffentlicht wurde. Und der Punkt ist jetzt auch, dass schon bei der nächsten Season dieser Krieg losgeht zwischen HiDive und Crunchyroll. Crunchyroll hat sich ehrlich gesagt schon sehr viele Anime geschnappt. Spike's Family, Mob Psycho, My Hero Academia, To Your Eternity, Blue Lock, Usagi-chan haben sie sich glaube ich auch geschnappt, Golden Kamuy wird wahrscheinlich da auch laufen, also einige Anime haben sie sich schon geschnappt, aber zum Beispiel der Sword Isekai Anime, der wird wahrscheinlich bei HiDive laufen. Den hat sich HiDive zum Beispiel geschnappt oder auch der Farm Fantasy Anime hier, ich weiß gar nicht, ob das ein Isekai Anime ist, auch den hat sich HiDive geschnappt. Die große Frage ist, es kann am Ende des Tages immer noch passieren, dass Aniverse KSM sich in letzter Sekunde die Lizenz dran schnappt und diese Ungewissheit, die ist auf jeden Fall nervig. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, da in den nächsten Monaten immer wieder darüber reden zu müssen. Ja, läuft er jetzt bei HiDive oder läuft er nicht? Wo läuft er jetzt genau? Und die große Frage ist natürlich, wo zum Teufel läuft Bleach? Das ist die große Frage, was echt nervig ist. Und dann will ich nochmal auf was eingehen, was immer wieder gesagt wird, wenn ich solche Videos produziere. Manche gibt es dann immer, die sagen, ey, ich kann warten. Für mich ist das kein Problem. Gehe dann einfach auf den Streaming-Anbieter, sehe dann, oh, es gibt einen neuen Anime, es gibt dann irgendwie nach 9 Monaten oder so Bleach. Dann schaue ich da einfach rein. Damit habe ich kein Problem. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das will ich dir gar nicht madig reden oder sowas. Aber als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein guter Vergleich eingefallen. Und zwar zwischen Konzertfans und Leuten, die nur Musik auf Spotify hören. Es gibt eben Leute, die mögen sehr gerne Konzerte. Natürlich das eine oder das andere schließt sich nicht aus, aber hier jetzt mal einfach fürs Beispiel machen wir das mal. Es gibt eben Leute, die mögen sehr gerne Konzerte, aber es gibt auch andere Leute, die mögen das jetzt nicht. Und das sind am Ende des Tages einfach unterschiedliche Geschmäcker. Und wir müssen versuchen, eben den anderen nachvollziehen zu können. Also, dass die Leute, die halt nur Spotify hören, die können sicherlich auch verstehen, warum man Konzerte mag. Die sagen sich, oh mein Gott, dieses Live-Gefühl ist sicherlich cool und die Band dann vor einem zu sehen, sicherlich nice. Wohingegen dann Konzertfans sicherlich auch verstehen können, ja, wenn ich jetzt in dem Moment die Musik gerade hören will, ist es natürlich das Beste, einfach auf Spotify zu gehen oder auf YouTube oder wer weiß wo oder eine Schallplatte einzulegen und die Musik dann zu hören. Es sind am Ende des Tages unterschiedliche Geschmäcker, aber man muss halt versuchen, sich gegenseitig da zu verstehen. Denn ich mag es zum Beispiel, Anime gemeinsam mit Leuten zu schauen, also gemeinsam mit der Anime-Community. Deswegen ist es mir auch so wichtig, ob der Hype von einer Serie gekillt wird, weil dadurch deutlich weniger Leute über eine Serie reden. Oder auch
auch der verzögerte Simulcast geht mir dann regelmäßig auf den Keks. Ich liebe einfach diesen Moment, wenn alle über eine Serie schreiben. Ich auf Twitter gehe und ich zu der Serie ganz viele Beiträge sehe. Der hat die Meinung, der hat die Meinung. Sogar international man sich austauschen kann. Das mag ich einfach sehr gerne. Dadurch entsteht Hype und dadurch entsteht auch so ein Gefühl der Gemeinsamkeit, was ich sehr gerne mag. Und deswegen finde ich halt die aktuelle Situation so doof, weil wir die ganze Zeit darauf hoffen, dass jeder Anime bei Crunchyroll läuft. Und das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Besonders wenn die Lösung so einfach ist. Einfach jeden Anime im Simulcast mit deutschen Untertiteln rausbringen. Wenn du noch ein ausführlicheres Video zu High Dive sehen willst, dann klicke auf das Video oben rechts. Und wenn du wissen willst, warum bei Crunchyroll auch nicht immer alles rosig ist, dann klicke auf das Video oben links. Doch was hältst du von dem Lizenzchaos? Betrifft es dich oder betrifft es dich nicht? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drück auf den Gefällt-mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!